Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Video oder zu diesem neuen Video, keine Prognose so. Viertelfinale steht an, das sind die Partien. Kurz, wie sind die zustande gekommen? Die Gruppenersten, die Besten haben Gruppendritten gekriegt, aber es sollte keiner wieder aus seiner eigenen Gruppe gegeneinander spielen. Deswegen ist das Ganze so zustande gekommen. Ich habe das jetzt nicht ausgelost oder so, sondern einfach so hingeschoben, dass es einigermaßen gepasst hat. Das sind die Spiele. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten und los geht's mit dem ersten Spiel, Stuttgart gegen Gladbach. Viertelfinale Nummer 1, Stuttgart als Gruppendritter gegen Gladbach, Gruppenerster. Die Fohlen in Schwarz wollten gleich gut loslegen und setzten den VfB auch unter Druck, hatten die ersten paar Chancen. Müller hat den Ball am Ende aber in seinen Händen begraben. Stuttgart wollte auf jeden Fall mitspielen und hatte dann diesen Ballgewinn. Das ist Wataru Endo. Sommer reißt die Hände hoch und hat den Ball. Dann wieder Gladbach. Thüram Janschke. 1-0 Gladbach. Toni Janschke. Nicht unbedingt der Top-Torjäger, den man so erwartet hatte, aber Gladbach nimmt es sicherlich gerne an. Stuttgart Chancen noch ein wenig mau, muss man sagen. Da war von Gladbach deutlich mehr zu sehen. Halbe Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Und da hatten sie dann auch ihre Chance. Pfeiffer auf Armada. Sommer hat ihn im Nachfassen. Pause 0-1, aber noch alles drin für Stuttgart. Sie hatten ja auch zwei Spiele gewonnen in der Gruppenphase. Das darf man nicht vergessen. Und hier zeigen sie dann auch ihre Stärke. Ahamada mit dem Ausgleich. Pfeiffer mit der Flanke auf Endo. Sommer vor die Füße von Ahamada, der sich bedankt. Und Stuttgart wollte mehr. Endo aber mit dem Fehler. Kramer, Alassane Plea. Müller ist zur Stelle. 30 Sekunden noch bis zur Verlängerung. Thüram, Plea, Thüram. Gutes und schnelles Passspiel. Der Schuss von Kramer fällt irgendwie auf den Kopf von Markus Thüram. Und der macht dann doch noch das 1-0. Nein, die 2-1 Führung, so ist es richtig, für Gladbach. Die letzte Viertelminute läuft. Ahamada, Pfeiffer, Pfeiffer. Sommer kriegt die Hände hochgerissen und der Ball will einfach nicht rein. Das ist Pech, das ist ärgerlich. Stuttgart schafft es nicht, hätte es aber verdient. Gladbach ist im Halbfinale. Hertha bekommt es auch mit einem Tabellensieger zu tun. Eintracht Frankfurt in Gruppe B Erster geworden. Mit einer Gruppe von Dortmund und Leverkusens Beteiligung gar nicht mal so schlecht. Frankfurt hatte auch die bessere Phase für sich. Man merkt, warum sie Erster geworden sind. Hertha nach einer Minute dann da mit dieser guten Chance. Trapp aber hält. Nun wieder die Hertha. Und da hatten sie die Führung. Sie kämpften sich rein in dieses Spiel und machten durch Jovetic dann auch das 1-0. Kenny legt auf. Jovetic aus kurzer Distanz vorbei an Kevin Trapp. Das war auch gleichzeitig der Halbzeitstand. Wäre durchaus eine Überraschung, wenn sich die Hertha hier durchsetzen könnte. Nun wieder Frankfurt. Lenz im Nachfassen. Also das haben wir in diesem Turnier jetzt schon häufiger gesehen. Diese Lupfer-Variante an den Querbalken oder über den Fangzaun da überm Tor. Dann ist es ein Kopfball über dem Hallenboden. 1-1. Konnte die Hertha noch schnell drauf antworten. Kanga scheitert am Trapp. Und das war's auch. Also ging es in die Verlängerung. Dort gibt es dann Golden Goal. Das heißt, zweimal eine Minute, wenn vorher ein Tor fällt, ist es dann schon vorbei. Und Frankfurt wollte schnell zuschlagen. 10 Sekunden waren hier gerade mal gespielt. Christensen aber hält. Und es ging in die zweiten 60 Sekunden. Mehr passierte da nicht. Frankfurt noch einmal wollte das 9-Meter-Schießen verhindern. Tuta mit dem Lupfer in die Arme von Christensen. Und dann war es vorbei. Es ging 9-Meter-Schießen.
Jovetic mit dem ersten und er verschießt. Nun Alario gegen Christensen, der trifft 1-0 für Frankfurt. Kanga für die Hertha trifft auch. Aber Boré kann wieder vorlegen. Boré haut ihn rein. Nun muss der Ball rein. Jonjo Kenny gegen Kevin Trapp. Kenny verschießt. Trapp hält Frankfurt eine Runde weiter. Hertha verabschiedet sich im Viertelfinale aus dem Turnier und Frankfurt zieht ins Halbfinale ein. Der SC Freiburg gegen den SV Werder Bremen, das dritte Viertelfinale. Freiburg hat eine stabile Vorrunde gespielt, aber auch Werder Bremen, auch noch ohne Niederlage, vor allem die Bremer, das darf man auch nicht vernachlässigen. Also wahrscheinlich ein Spiel auf Augenhöhe und das ist Füllkrug. Der hat einfach einen Lauf, bei dem könnte es nicht besser gehen momentan. Macht das 1-0 Flecken ohne Chance, aber auch zu viel Platz dafür Füllkrug. Freiburg hatte dann aber auch noch eine Chance. Pavlenka mit einer tollen Parade. Pause 1-0 für Bremen. Aber mit 6 geschossenen Toren war Freiburg die beste Offensive in der Vorrunde. Und jetzt schlugen sie dann auch doch zu. 1-1 nach wenigen Sekunden im zweiten Durchgang. Aber Bremen hatte postwendend die Antwort. 2-1. Knapp über eine halbe Minute gerade mal gespielt. Ja, das ist auch einfach zu frei, wie Duxch da spielt. Steht, darf ihn dann einfach nur noch reinschieben. Aber es hatte so richtig Feuer, dieses Spiel. Petersen mit dem 2-2. Petersen, ja, der trifft und trifft und trifft. Ist richtig gut drin in diesem Turnier. Und den haut er mal so richtig in den Winkel. Es ging auch hier in die Verlängerung. Golden Goal in 2 Minuten oder Elfmeterschießen. Das stand hier auf dem Spiel und Ginter hatte die Chance, spielt aber nochmal rüber zu Gregoritsch. Pavlenka hält Werder Bremen im Glück. 60 Sekunden hieß es, waren noch zu gehen. Wer machte das Golden Goal? Oder macht es überhaupt einer? Pieper, nein, so natürlich nicht. Die letzten Sekunden liefen. Werder Bremen mit dem Lucky Punch. Füllkrug, nein. Flecken hält und rettet Freiburg ins Strafschießen. Strafstoßschießen, 9-Meter-Schießen. Alle Schützen hatten bereits getroffen. Es stand unentschieden und jetzt ging es ins Sudden Death. Flecken trat an und traf für Freiburg. Brachte die Breisgauer in Führung. Pavlenka musste jetzt also treffen. Ansonsten wäre es hier vorbei im Viertelfinale. Pavlenka macht es aber mit etwas Glück. Ausgleich 4-4. Nun Petersen, eigentlich so treffsicher in diesem Turnier, aber er scheitert diesmal und somit die Chance für Werder Bremen, alles klar zu machen. Füllkrug muss treffen und Werder wäre weiter und Füllkrug trifft 5-4. Insgesamt 7-6 der Sieg für Werder Bremen nach 9-Meter-Schießen. Werder eine Runde weiter und Freiburg verabschiedet sich schon im Viertelfinale. Das letzte Viertelfinale lautet Dortmund gegen Bayern. Dortmund Gruppenzweiter geworden, aber auch nur knapp. Bayern Gruppenerster, noch ohne Niederlage. Dortmund hatte aber nach 19 Sekunden schon die Führung herausgeschossen. Bayern recht offensiv aufgestellt. Da wurden sie doch dann mal schnell überrannt. Sané, Choupo-Moting in die Arme von Kobel. Bayern blieb aber dran. Wollte Ausgleich. Noch im ersten Durchgang wieder Choupo-Moting. Kobel hat auch ein bisschen Glück, kriegt da die Gräten noch zusammen. Und dann der Auftritt von Malen. Zieht am Gegenspieler vorbei, legt dann quer. Guerrero mit dem 2-0. Sehr, sehr gute Ausgangslage für Dortmund, um weiterzukommen. Bayern brauchte nun zwei
Tore erstmal für die Verlängerung. Aber Dortmund machte es stark. Man merkte einfach, dass Schwarz-Gelb in 3 Jahren schon 2-mal gewonnen hatte. Die wollten den 4. Titel, den 3. Titel im 4. Jahr so. Aber es ist noch ein langer Weg, selbst wenn man die Bayern schlagen sollte. Und die waren eben noch nicht ganz geschlagen. Kobel nochmal. Bayern hatte die Chancen, aber war eben nicht kalt genug im Abschluss. Dortmund überstand diese Phasen. Wieder Kobel. Am Ende das 2:0 für Dortmund. Glücklich, aber einfach kaltschnäuziger gewesen. Und das sind die Halbfinalisten. Ja, hier seht ihr sie, die Halbfinalisten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es das getan hat. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und adios.